Hier wird Abfall sortiert, entwertet und entsorgt. 90.000 Tonnen Abfälle von rund 500.000 Einwohnern der Landkreise Göttingen und Northeim müssen jährlich entsorgt werden. Der Abfallzweckverband Südniedersachsen betreibt auf der Mülldeponie Deiderode die mechanisch-biologische Aufbereitungsanlage. Ein Greifbagger schnappt sich den angelieferten Müll und gibt ihn in eine Zerkleinerungsmaschine. Der Abfall wird dann von der Anlage sortiert. Eine Trommel sortiert den Müll nach Größe. Papier und Folien werden abgesaugt und Steine ausgesiebt. Metalle werden mit Hilfe eines Magnets vom Abfall getrennt. Nachdem der Abfall sortiert und zerkleinert wurde, wird er von einem Mixer mit Wasser vermischt. In den drei Türmen, den Fermentern, gärt er mit Wasser vermischte Abfall. In einem umfangreichen biologischen Prozess wird Biogas gewonnen. Nach einigen Tagen wird die Flüssigkeit entwässert, getrocknet und auf die Deponie gebracht.